kann, wenn ich will, kann ich wie die GSG 9 mich vom Hubschrauber abseilen. Von Action bis Schreibtisch ist alles dabei. In seiner über 40-jährigen Karriere hat Zollamtsleiter Christian Böhm schon einiges erlebt. Böhm leitet das Zollamt am Flughafen Berlin-Brandenburg. Sein Team von 45 Beamtinnen und Beamten ist hauptsächlich dafür zuständig, Pakete und Sendungen aus dem Ausland zu kontrollieren. Hier geht es meist um Produktsicherheit und die Wahrung von Markenrechten. Bei unserem Besuch gibt er uns einen Einblick in seine Arbeit und das Best-of in Produktpiraterie und Artenschutz. In einem eigenen Ausstellungsraum hat Böhm eine Sammlung von ausgestopften Tieren, Muscheln und anderen Meeresbewohnern, Anziehsachen, Accessoires und allerlei kuriosen Dingen. Auch die eine oder andere Anekdote hat Böhm für uns. Wirklich auf dem Band, immer wieder im Kreis, fuhr, sah aus wie eine Kiste, war aber keine Kiste, war mit so einem Tuch abgedeckt. Ich gehe da ran, mach das hoch, da waren zwei kleine Affen drin, zwei kleine Baby-Rhesusaffen, in so einem Vogelbauer. Dann stand ich da, toll, lebende Affen, was machst du denn jetzt? Zoo angerufen, überall. Ja, und alle haben gesagt, nee, Herr Böhm, tut mir leid. Das ist ja ein Herdentier. Die kriegen wir ja nicht integriert. Das kann ich Ihnen nicht abnehmen. Also ich habe den ganzen Tag rumtelefoniert, bis abends tatsächlich. Und dann war einer in Gera, der Tierpark in Gera. Er hat dann gesagt, Herr Böhm, ist alles gut, komm. Aber du musst mir bringen. Holen kann ich sie nicht. Ich sage, nee, ne. Dann bin ich gegangen, habe mir ein Auto geholt. Und zwar eins hinten mit den Hundeklappen drin. Ja? Hab die beiden Affen genommen, hab die da drin gesetzt, hab mir ein paar Bananen geschnappt, wirklich ein paar Bananen geschnappt, ein bisschen zu trinken. Und dann bin ich mit dem Zollbus nach Gera gefahren, zweimal angehalten, hab die Affen gefüttert und bin dann nach Gera gefahren und hab die da abgeliefert.